Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von felsenfesten Ungetümen, einem Basislager der Götter, geheimnisvollen Grafiken, Legosteinen aus Granit, Kriegsmaschinen in Abydos, Panzern im alten Babylon. Das hier ist Sacsayhuaman, eine Festung der Inka im Hochland von Peru. Das Bauwerk liegt runde 3500 Meter hoch über der peruanischen Stadt Cusco. Es steht zweifelsfrei fest, dass die Inka die Bauherren waren, denn die Bauweise der Inka mit ihren großen und an den Kanten abgerundeten Quadern ist bekannt. Man trifft sie im gesamten Inka-Reich. Da gibt es Steine, die wiegen bis zu 350 Tonnen. Dieser Block gehört dazu. Und oberhalb der Festung liegt der mächtige Steinkreis. Er soll einst als Kalender gedient haben. Das mag man glauben oder auch nicht. Es könnten auch die Fundamente eines großen Turmes gewesen sein. Dreht man hingegen der Inka-Festung den Rücken, so gerät man in ein Felslabyrinth, das den landläufigen Namen Ruinen überhaupt nicht verdient. Denn da liegen undefinierbare Gesteinsmassen herum, kleinere und größere Quader, unkenntliche Überbleibsel irgendwelcher Bauten. Ursprünglich dachte man, es handle sich um einen Steinbruch der Inka. Doch dem ist nicht so. Wir kennen die Inka-Steinbrüche. Dort ist ganz anders gearbeitet worden. Über Kluften und Felsgrotten klettert man auf Plattformen und steht unerwartet vor erstklassig zugeschnittenen Felsungetümen. Da ist keine Ordnung, keine gefügten Mauern, keine gestapelten Monolithen. Blanke Felswände neigen sich einander zu. Saubere Abwinklungen enden abrupt am Naturfels. Die bearbeiteten Felsmassen sind Mosaiksteinchen in einem unerklärlichen Puzzle. Alle Felsen sind bearbeitet. Kein archäologischer Wanderprediger kann mir noch einreden, die liebe Natur habe die rechtwinkligen Kanten in den Fels gezaubert, die Oberflächen derart penibel poliert oder sogar riesige Steinsessel einfach so aus Spaß in die Landschaft gestellt. Und direkt hinter der Inka-Festung finden sich monolithische Felsverarbeitungen, die das Rätsel perfekt machen. Überraschend steht man vor erstklassig zugeschnittenen Steinungetümen. Nirgendwo sind Bindemittel wie Mörtel oder Zement feststellbar. Dieser Block wurde meisterhaft bearbeitet. Hätten es die Inka mit ihren einfachen Steinpickeln getan, sie hätten nicht mal genug Zwischenraum von einem Block zum anderen gehabt, um mit den Steinwerkzeugen auszuholen. Dies ist ein 8 Meter hoher Brocken. Als ob er aus Beton gegossen sei. Man könnte denken, die Holzverschalung sei vor einigen Wochen entfernt worden. Aber es ist kein Beton. Wie alle anderen Blöcke besteht auch dieser aus Granit. Den Naturfelsen erkennen Sie oben. Haarscharfe, polierte Abstufungen laufen an den Wänden des Gesteins entlang. Und der mächtige Klotz liegt verkehrt in der Landschaft. Die Stufen laufen ja schließlich von der Decke nach unten. Und dies beweist klipp und klar, dass der Felsklotz einst Bestandteil einer größeren Anlage war, die inzwischen umgestürzt ist. Aber welche Anlage? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur, dass hier oben jemand mit Felsen umging, wie unsereiner mit Käse. Und sicher ist auch, dass die verwirrenden Gesteinsbearbeitungen bereits existierten,
als die spanischen Eroberer das Hochland von Peru erreichten. Die unbekannten Allmächtigen müssen über die technischen Möglichkeiten verfügt haben, ganze Felsen zu zerschneiden. Später, viel später erst, haben sich die Inka das bereits bearbeitete Felsgewirr zunutze gemacht. Sie verwendeten die perfekt zugeschnittenen Felspartien als Heiligtümer, in denen sie ihre Götter verehrten. Götter übrigens, die allesamt aus dem Weltall kamen. Der Oberste der Inka wurde stets als Sohn der Sonne verehrt. Er betrachtete sich als Abkömmling jener geheimnisvollen Wesen, welche die Erde einst besuchten und die Menschen unterwiesen. Natürlich bestaunten auch die spanischen Eroberer diese seltsamen und verwirrenden Felspartien. Aber von den Inka erfuhren sie, all dies habe schon vor ihrer Zeit, also vor der Zeit der Inka, existiert. Heute ist es uns nicht mehr möglich, das Rätsel aus Hunderten von zugeschnittenen Felsstücken zu rekonstruieren. Doch kann man sich leicht ausmalen, dass hier oben einst eine gigantische Residenz der Götter stand. Etwas, das wir heute am ehesten als Basislager bezeichnen würden. Und genauso verwirrend, doch von der angewandten Technik her noch eindrücklicher, präsentiert sich Pumapunku. Dieser Ort liegt etwas über 4000 Meter hoch, unweit des Titicacasees im heutigen Bolivien. Die wenigen Touristen, die sich auf diese Höhe verlaufen, bekommen kaum etwas von Pumapunku zu sehen, denn man dirigiert sie ins benachbarte Tiahuanaco. Dort steht das berühmte Sonnentor, das im letzten Jahrhundert in einer Schlammgrube entdeckt wurde. Das Tor ist 3 Meter hoch und 4 Meter breit und besteht aus einem einzigen monolithischen Block. 48 seltsame Figuren flankierten einen zentralen Gott. Der verstorbene Professor Schindler Bellamy, der jahrelang hier oben tätig war, entzifferte in den Figuren einen Erd- und Mondkalender, dem ein Zyklus von sage und schreibe 21.000 Jahre zugrunde liegt. Andere wiederum erkannten in den Figuren schematische Darstellungen einer missverstandenen Technologie. Wir zeigen Ihnen 2, 3 Beispiele. Vergleichen Sie die Darstellung am Sonnentor von Tiahuanaco mit modernen Schaltungen, Schaltelementen, Schaltkreisen. Sehr oft war es so, dass in der Vergangenheit die Völker etwas nachahmten, etwas probierten, etwas imitierten, ohne zu wissen, was sich überhaupt dahinter verbarg. Wie leicht man sowas machen kann, möchte ich Ihnen demonstrieren. Das hier ist das Gesicht des Gottes auf dem Sonnentor von Tiahuanaco. Wir haben es umgewandelt, ohne etwas dran zu ändern. Ein Techniker des Studios, Jean Vars, hat einzig ein paar elektrische Schaltungen miteinander verbunden. Und was geschieht? Ich habe einen Sender. Ich funke mal SOS. Eine Spielerei, eine technische. Ich möchte damit nur sagen, man muss nicht immer alles mit den gestrigen Augen sehen. Die mögen ja sehr vernünftig sein, aber welche Vernunft wird in 100 Jahren der Zukunft als vernünftiger eingestuft werden? Ich selbst war vor 30 Jahren zum ersten Mal in Tiahuanaco. Damals standen einzelne Monolithen in der baumlosen Landschaft herum. Eine geordnete Grabung fand nur vereinzelt und in größeren zeitlichen Abständen statt. Es fehlte am Geld und an dem fehlt es heute noch. Damals wiesen die Monolithen an ihren Seiten scharfe Rillen auf, die von oben nach unten verliefen. Sie müssen irgendeinen Zweck erfüllt haben. Heute ist restauriert worden, man pflanzte die Monolithen in eine schöne, respektable Mauer und die Rillen sind verschwunden. An der südwestlichen Seite von Tiahuanaco liegt eben Pumapunku. Es ist wie ein Panorama aus einer anderen Welt. Hier kann man das Wörtchen Staunen wieder lernen. Es gibt noch ungeklärte Rätsel auf unserem Planeten.
Schon beim Anmarsch auf Pumapunku begegnet man einem Dioritblock. Verschiedene Fächer und Gesimse sind in den Block gemeißelt worden. Wir wissen überhaupt nicht, welchem Zweck die Aussparungen dienten. Außer der abgedroschenen Phrase, es handelt sich um einen Opferstein und die verschiedenen Fächer hätten das Blut aufgefangen, ist unseren Fachleuten nichts Gescheites eingefallen. Wo immer Steine mit Rillen und Aussparungen auftauchen, müssen es Opfersteine gewesen sein. Eine traurige Welt aus Blut und Qualen. Pumapunku ist nie verstanden worden. Bereits im Jahre 1651 schrieb der damalige Bischof von La Paz, das war der Antonio di Castro e di Castillo, Pumapunku sei ein Bauwerk von vor der Sintflut. Er meinte sogar, nicht mal die Spanier wären in der Lage gewesen, derartige Lasten zu bewegen. Recht hatte er. Da oben liegen mächtige Terrassen und Plattformen, von denen die größte einst 40 Meter lang, 7 Meter breit und 2 Meter hoch war. Das geschätzte Gewicht liegt bei rund 1000 Tonnen. Das Chaos von ungestürzten Seitenwänden und Bodenplatten besteht aus Granit, aus Andesit und Diorit. Diorit ist ein grau-grünes Tiefengestein von ungeheurer Härte und Resistenz. Die Plattformen und Monolithen sind mit einer Präzision bearbeitet, geschliffen und poliert worden, als wären sie aus einem Werk mit modernsten Maschinen angeliefert worden. Da liegt eine unübersichtliche Menge von meisterhaft bearbeitetem Steinmaterial, das einst zu einem Ganzen zusammengefügt war. Wir können nicht mal ahnen, wie das fertige Pumapunku vor Jahrtausenden aussah. Sehen Sie sich bitte einige Beispiele aus der angewandten Technologie etwas näher an. Dieser Dioritblock hier ist 1,10 Meter hoch und von oben nach unten verläuft eine haarscharfe Rille. Und alle paar Zentimeter ist ein Loch in die Rille gestanzt worden. Nun kann man Diorit nicht mit Knochen, Holz, Schnüren, Sand, Feuerstein oder meinetwegen auch Kupfer und Eisen bearbeiten. Es geht nicht. Welche Fräsen und welche Bohrer kamen zum Zuge? Ein anderes Beispiel. Man erkennt insgesamt 6 Flächen und die sind in größere und kleinere Flächen unterteilt, wobei jede Fläche, und das ist wichtig, auf einer anderen Ebene liegt. Da gibt es unterschiedliche Börtchen und Leisten, Rechtecke und Quadrate. Heutzutage würde eine derartige Präzisionsarbeit mit Stahlfräsen, mit Bohrern und Schablonen ausgeführt. Man würde etwas auf die Steinplatte legen, denn jede noch so winzige Abweichung würde nämlich das Gesamtwerk des komplizierten Blocks zerstören. Wer aber waren die Planer? Wer waren die Zeichner? Und in dem Fall die technischen Zeichner. Ein anderer Block, er ist gerade 1 Meter hoch. In die Hauptflächen sind 2 Nischen herausgefräst. Und in den Rücken der Nischen liegen kleine Rechtecke. Sie erinnern an Karabinerverschlüsse, die in ein Gegenstück einrasteten. Nun, was meinen Freunden von der Archäologie schwer gelingt, schafften wir mit Hilfe des Computers. Wir haben die exakten Maße von 2 Blöcken dem Computer eingegeben. Die Werkstücke passten fugenlos in ihre Gegenstücke. Und auch die seitlich angebrachten Leisten dienten plötzlich ihrem Zweck. Wie Lego-Bausteine lassen sich die Stücke einrasten. Und dabei wird doch sofort klar, dass es sich um vorfabrizierte Bauteile handeln muss. Zum Ganzen gehörte schließlich noch eine Apparatur, welche die Passform einrasten ließ, ohne dass die Verschlüsse splitterten. Das Resultat ist eine fix fertige, festgefügte und obendrein noch erdbebensichere Mauer. Es wird noch kurioser. Die mächtigen Plattformen waren ursprünglich mit Klammern aneinander geheftet. Es sollen Holz- oder Kupferklammern gewesen sein, sagte man mir. Beide Materialien würden den Druck und den Zug dieser Schwergewichte nicht aushalten. Bitte vergessen Sie nicht, dass wir uns in 4000 Metern Höhe befinden. Da sinkt nachts die Temperatur oft unter 0 Grad. Am Tag hingegen heizt es auf.
Vor immerhin 30 Jahren fotografierte ich in Pumapunku und im benachbarten Tiwanaku auch einige Röhrenstücke, die im Boden steckten. Sie sehen aus wie aus der Fabrik. Vorfabrizierte Teile. Eines wie das andere. Zu meiner eigenen Verwunderung fand ich bloß Oberteile und keine Unterteile dieser Röhren. Natürlich sagte man mir, es müsse sich um Wasserleitungen handeln. Mag ja sein, doch für Wasserleitungen ist das untere Stück, die eigentliche Wasserrinne, dringend nötig. Was für seltsame Planer müssen das gewesen sein, die gleich zwei Doppelröhren nebeneinander legten. Es wäre weiß Gott einfacher gewesen, eine Leitung mit einem größeren Durchlaufvermögen zu verwenden. Die Steinverarbeitung über der peruanischen Stadt Cusco und diejenigen von Pumapunku in Bolivien belegen eine Technologie, die nirgendwo unter den Hut passen will. Die Archäologen versichern, Pumapunku sei von den Aymara erbaut worden. Das war ein Indio-Stamm, der um den Titicacasee hauste. Sie sollen Pumapunku um 600 nach Christus erstellt haben. Aber, meine Herren, die Aymara waren ein Steinzeitvolk. Sie kannten kein Metall oder im besten Falle Kupfer und Eisen. Sie kannten auch keine Schrift. Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass hier nach Plan gearbeitet wurde. Die vorfabrizierten Teile beweisen es. Die Detailausführung zeugt von einer fortgeschrittenen Technologie. Planung dieser Art bedingt die Kenntnis einer Schrift. Da waren derart viele Positionen zu bedenken, zu berechnen und zu fixieren. Und auch die Steinmetzen im Steinbruch mussten schließlich wissen, an welcher Stelle sie Aussparungen vorzunehmen hatten oder Leisten einmeißeln sollten, dass es ohne Schrift nie und nimmer ging. Die vorzeigbaren Werkstücke widerlegen die Aymara als Bauherren. Unbestritten haben die Aymara später in den verfallenen Ruinen gehaust. Doch gebaut haben sie das ursprüngliche Pumapunku nicht. Die Formel ist ganz einfach. Planung plus Arithmetik plus Geometrie plus vorfabrizierte Bauteile plus stahlharte Werkzeuge plus Metallklammern und den Transport. Das ergibt am Ende eine Technologie, die der unsrigen ebenbürtig ist. Wer also kommt als Erbauer in Frage? Indianische Überlieferungen berichten, Pumapunku sei in einer einzigen langen Nacht von den Göttern erbaut worden. Keine Menschen seien daran beteiligt gewesen. Von den Göttern? Von was für Göttern? Waren es jene geheimnisvollen Lehrmeister, von denen die Menschheitsüberlieferungen sprechen? Und, eine ketzerische Frage, würden den Wesen aus dem Weltall Außerirdische überhaupt mit Steinen hantieren, Steine bearbeiten? Ganz bestimmt, sie würden es tun. Wenn wir Menschen uns nämlich im nächsten Jahrtausend auf dem Mars einrichten, werden wir Baupläne, Werkzeuge, Schablonen und Kunststoffe zu diesem Nachbarplaneten bringen. Auch kleine Maschinen, aber mit Sicherheit keine Stahlträger. Wir werden Marsgestein verarbeiten, denn Gesteinsmaterial liegt überall und ist ein idealer Werkstoff. Gestein isoliert gegen Hitze und Kälte. Gestein dehnt sich nicht aus, zieht sich nicht zusammen und ist außerdem feuerfest. Nebenbei ist Gestein auch noch ein idealer Strahlenschutz und ein Isolator gegen Blitze. Wir würden auf den Nachbarplaneten mit Steinen arbeiten. Dem Himmel sei gedankt, hat mir die Computertechnologie eine Zeitmaschine ins Fernsehstudio gestellt. Vom Hochland von Bolivien und von einer unbekannten Zeit, denn ich weiß nicht, wann die Götter dort wirkten, fliege ich hinunter ins Tiefland von Ägypten, in eine andere Zeit. Wir sind hier in Abydos. Und was man unter mir sieht, diese riesigen, ja, Säulen mit den Querbalken drauf. Ich nenne es fast Stonehenge hoch 5. Das ist ein Grab. Genau genommen ein Pseudograb eines Gottes. Es war der Gott Osiris. Osiris ist einer der Urgötter im alten Ägypten. Sein Sohn übrigens ist Horus, der Falkengott,
Das ist der, der geflogen ist, der die Erde von außen beobachtet hat. Nun, Osiris Pseudograb sind gewaltige Monumente aus Granit. Und noch zwei Kleinigkeiten scheinen mir interessant. Diodor von Sizilien, der alte Schriftsteller, der vor 2000 Jahren in Rom geschrieben hat, er schreibt, Gott Osiris habe in verschiedenen Ländern Städte gebaut und die Menschen unterwiesen, unter anderem auch in Indien. Und wenn ich hinter mich blicke, sehe ich das Gegenteil von Indien, nämlich Südamerika. Die Verbauung der Steine, der Monolithen, ist absolut identisch mit der Inka-Bauweise im Andenhochland. Vielleicht hatten beide Völker, die alten Ägypter hier und die vorinkaischen Stämme im Andenhochland, dieselben Lehrmeister, die Götter von oben, Osiris. Götter auf dem ganzen Erdenrund, Götter im alten Ägypten, Götter bei den zentralamerikanischen Völkern, Götter im Hochland von Bolivien, Göttern in Indien und alle Götter sind mit Legenden verbunden, mit Mythologien. Und sehr oft haben die Menschen versucht, die Technologien dieser Götter zu kopieren, nachzumachen. Sie verstanden sie zwar nicht. Hier in Abydos ein gutes Beispiel. Auf diesem Tempelfries sind sehr seltsame Gegenstände dargestellt. Schauen Sie mal links, links oben in der dritten Reihe. Das sieht doch wirklich aus wie ein Helikopter. Und fahren Sie mit dem Auge ein bisschen zur Bildmitte rechts hinüber. Was ist denn das? Für mich schaut's aus wie ein Panzer. Und direkt darunter so etwas wie ein, ja, Flugzeug, meinetwegen Flugboot. Nun sagen die Fachleute, das ist doch alles lächerlich. Es handelt sich um nichts anderes als um verschiedene Hieroglyphen aus verschiedenen Zeitaltern, die zufälligerweise übereinander kamen. Man hat das Alte nicht weggekratzt und zufälligerweise sah es dann halt so aus wie ein Helikopter, wie ein Panzer und meinetwegen wie ein Flugzeug. Mag ja sein, aber das hier, was ich Ihnen jetzt zeige, ist kein Zufall. Im Britischen Museum in London gibt es tatsächlich Abbildungen von Panzern. Es sind seltsame Panzer. Sie haben zwar zwei Röhren und diese Röhren, diese Kanonen, könnte man heute sagen, sind nach oben gerichtet. Hier sagen die Fachleute, das sind doch keine Panzer, das wäre ja gelacht. Es sind nichts anderes als Maschinen, mit denen man die Stadtmauern erstürmt. Auch das kann sein. Warum dann aber sind die Böcke, die Sturmböcke, nach oben gerichtet? Und weshalb sieht man keine Füße unten von den Mannschaften, die diese Sturmmaschinen bewegen? Es muss wohl in grauer Vorzeit Technologien gegeben haben, die schlicht und einfach nicht in die Evolution, nicht in die Entwicklungsgeschichte der Technik passen. Das Perfekteste war zuerst. Und eigentlich sollte es andersherum sein. Denken Sie darüber nach. Ich freue mich, Sie in der nächsten Sendung wiedersehen zu dürfen. Dass in der Vergangenheit die Völker etwas nachahmten, etwas probierten, etwas imitierten, ohne zu wissen, was sich überhaupt dahinter verbarg. Wie leicht man sowas machen kann, möchte ich Ihnen demonstrieren. Das hier ist das Gesicht des Gottes auf dem Sonnentor von Tiahuanaco. Wir haben es umgewandelt, ohne etwas dran zu ändern. Ein Techniker des Studios, Jean Vars, hat einzig ein paar elektrische Schaltungen miteinander verbunden. Und was geschieht? Ich habe einen Sender. Ich funke mal SOS. Eine Spielerei, eine technische. Ich möchte damit nur sagen, man muss nicht immer alles mit den gestrigen Augen sehen. Die mögen ja sehr vernünftig sein, aber welche Vernunft wird in 100 Jahren der Zukunft als vernünftiger eingestuft werden? Ich selbst war vor 30 Jahren zum ersten Mal in Tiahuanaco. Damals standen einzelne Monolithen in der baumlosen Landschaft herum,
Eine geordnete Grabung fand nur vereinzelt und in größeren zeitlichen Abständen statt. Es fehlte am Geld und an dem fehlt es heute noch. Damals wiesen die Monolithen an ihren Seiten scharfe Rillen auf, die von oben nach unten verliefen. Sie müssen irgendeinen Zweck erfüllt haben. Heute ist restauriert worden, man pflanzte die Monolithen in eine schöne, respektable Mauer. Und die Rillen sind verschwunden. An der südwestlichen Seite von Tiahuanaco liegt eben Puma Punku. Es ist wie ein Panorama aus einer anderen Welt. Hier kann man das Wörtchen Staunen wieder lernen. Es gibt noch ungeklärte Rätsel auf unserem Planeten. Schon beim Anmarsch auf Puma Punku begegnet man einem Dioritblock. Verschiedene Fächer und Gesimse sind in den Block gemeißelt worden. Wir wissen überhaupt nicht, welchem Zweck die Aussparungen dienten. Außer der abgedroschenen Phrase, es handelt sich um einen Opferstein und die verschiedenen Fächer hätten das Blut aufgefangen, ist unseren Fachleuten nichts Gescheites eingefallen. Wo immer Steine mit Rillen und Aussparungen auftauchen, müssen es Opfersteine gewesen sein. Eine traurige Welt aus Blut und Qualen. Puma Punku ist nie verstanden worden. Bereits im Jahre 1651 schrieb der damalige Bischof von La Paz, das war der Antonio de Castro de Castillo, schließlich wissen, an welcher Stelle sie Aussparungen vorzunehmen hatten oder Leisten einmeißeln sollten, dass es ohne Schrift nie und nimmer ging. Die vorzeigbaren Werkstücke widerlegen die Aymara als Bauherren. Unbestritten haben die Aymara später in den verfallenen Ruinen gehaust. Doch gebaut haben sie das ursprüngliche Puma Punku nicht. Die Formel ist ganz einfach. Planung plus Arithmetik plus Geometrie plus vorfabrizierte Bauteile plus stahlharte Werkzeuge plus Metallklammern und den Transport. Das ergibt am Ende eine Technologie, die der unsrigen ebenbürtig ist. Wer also kommt als Erbauer in Frage? Indianische Überlieferungen berichten, Puma Punku sei in einer einzigen langen Nacht von den Göttern erbaut worden. Keine Menschen seien daran beteiligt gewesen. Von den Göttern? Von was für Göttern? Waren es jene geheimnisvollen Lehrmeister, von denen die Menschheitsüberlieferungen sprechen? Und eine ketzerische Frage, würden den Wesen aus dem Weltall Außerirdische überhaupt mit Steinen hantieren, Steine bearbeiten? Ganz bestimmt, sie würden es tun. Wenn wir Menschen uns nämlich im nächsten Jahrtausend auf dem Mars einrichten, werden wir Baupläne, Werkzeuge, Schablonen und Kunststoffe zu diesem Nachbarplaneten bringen. Auch kleine Maschinen, aber mit Sicherheit keine Stahlträger. Wir werden Marsgestein verarbeiten, denn Gesteinsmaterial liegt überall und ist ein idealer Werkstoff. Gestein isoliert gegen Hitze und Kälte. Gestein dehnt sich nicht aus, zieht sich nicht zusammen und ist außerdem feuerfest. Nebenbei ist Gestein auch noch ein idealer Strahlenschutz und ein Isolator gegen Blitze. Wir würden auf den Nachbarplaneten mit Steinen arbeiten. Dem Himmel sei gedankt, hat mir die Computertechnologie eine Zeitmaschine ins Fernsehstudio gestellt. Vom Hochland von Bolivien und von einer unbekannten Zeit, denn ich weiß nicht, wann die Götter dort wirkten, fliege ich hinunter ins Tiefland von Ägypten, in eine andere Zeit. Wir sind hier in Abydos und was man unter mir sieht, diese riesigen, ja, Säulen mit den Querbalken drauf. Ich nenne es fast Stonehenge hoch 5. Das ist ein Grab. Genau genommen ein Pseudograb eines Gottes. Es war der Gott Osiris. Osiris ist einer, der oben jemand mit Felsen umging, wie unser einer mit Käse. Und sicher ist auch, dass die verwirrenden Gesteinsbearbeitungen bereits existierten, als die spanischen Eroberer das Hochland von Peru erreichten. Die unbekannten Allmächtigen müssen über die technischen Möglichkeiten verfügt haben, ganze Felsen zu zerschneiden.
Später, viel später erst haben sich die Inka das bereits bearbeitete Felsgewirr zunutze gemacht. Sie verwendeten die perfekt zugeschnittenen Felspartien als Heiligtümer, in denen sie ihre Götter verehrten. Götter übrigens, die allesamt aus dem Weltall kamen. Der Oberste der Inka wurde stets als Sohn der Sonne verehrt. Er betrachtete sich als Abkömmling jener geheimnisvollen Wesen, welche die Erde einst besuchten und die Menschen unterwiesen. Natürlich bestaunten auch die spanischen Eroberer diese seltsamen und verwirrenden Felspartien. Aber von den Inka erfuhren sie, all dies habe schon vor ihrer Zeit, also vor der Zeit der Inka, existiert. Heute ist es uns nicht mehr möglich, das Rätsel aus Hunderten von zugeschnittenen Felsstücken zu rekonstruieren. Doch kann man sich leicht ausmalen, dass hier oben einst eine gigantische Residenz der Götter stand. Etwas, das wir heute am ehesten als Basislager bezeichnen würden. Und genauso verwirrend, doch von der angewandten Technik her noch eindrücklicher, präsentiert sich Pumapunku. Dieser Ort liegt etwas über 4000 Meter hoch, unweit des Titicacasees im heutigen Bolivien. Die wenigen Touristen, die sich auf diese Höhe verlaufen, bekommen kaum etwas von Pumapunku zu sehen, denn man dirigiert sie ins benachbarte Tiahuanaco. Dort steht das berühmte Sonnentor, das im letzten Jahrhundert in einer Schlammgrube entdeckt wurde. Das Tor ist 3 Meter hoch und 4 Meter breit und besteht aus einem einzigen monolithischen Block. 48 seltsame Figuren flankierten einen zentralen Gott. Der verstorbene Professor Schindler Bellamy, der jahrelang hier oben tätig war, entzifferte in den Figuren einen Erd- und Mondkalender, dem ein Zyklus von sage und schreibe 21.000 Jahre zugrunde liegt. Andere wiederum erkannten in den Figuren schematische Darstellungen einer missverstandenen Technologie. Wir zeigen Ihnen 2, 3 Beispiele. Vergleichen Sie die Darstellung am Sonnentor von Tiahuanaco mit modernen Schaltungen, Schaltelementen, Schaltkreisen. Sehr oft war es so, dass in der Verniebel poliert oder sogar riesige Steinsessel einfach so aus Spaß in die Landschaft gestellt. Und direkt hinter der Inka-Festung finden sich monolithische Felsverarbeitungen, die das Rätsel perfekt machen. Überraschend steht man vor erstklassig zugeschnittenen Steinungetümen. Nirgendwo sind Bindemittel wie Mörtel oder Zement feststellbar. Dieser Block wurde meisterhaft bearbeitet. Hätten es die Inka mit ihren einfachen Steinpickeln getan, sie hätten nicht mal genug Zwischenraum von einem Block zum anderen gehabt, um mit den Steinwerkzeugen auszuholen. Dies ist ein 8 Meter hoher Brocken, als ob er aus Beton gegossen sei. Man könnte denken, die Holzverschalung sei vor einigen Wochen entfernt worden. Aber es ist kein Beton. Wie alle anderen Blöcke besteht auch dieser aus Granit. Den Naturfelsen erkennen Sie oben. Haarscharfe, polierte Abstufungen laufen an den Wänden des Gesteins entlang. Und der mächtige Klotz liegt verkehrt in der Landschaft. Die Stufen laufen ja schließlich von der Decke nach unten. Und dies beweist klipp und klar, dass der Felsklotz einst Bestandteil einer größeren Anlage war, die inzwischen umgestürzt ist. Aber welche Anlage? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur, dass hier oben jemand mit Felsen umging, wie unsereiner mit Käse. Und sicher ist auch, dass die verwirrenden Gesteinsbearbeitungen bereits existierten, als die spanischen Eroberer das Hochland von Peru erreichten. Die unbekannten Allmächtigen müssen über die technischen Möglichkeiten verfügt haben, ganze Felsen zu zerschneiden. Später, viel später erst, haben sich die Inka das bereits bearbeitete Felsgewirr zunutze gemacht. Sie verwendeten die perfekt zugeschnittenen Felspartien als Heiligtümer, in denen sie ihre Götter verehrten. Götter übrigens, die allesamt aus dem Weltall kamen. Der Oberste der Inka wurde stets als Sohn der Sonne verehrt.
Er betrachtete sich als Abkömmling jener geheimnisvollen Wesen, welche die Erde einst besuchten und die Menschen unterwiesen. Natürlich bestaunten auch die spanischen Eroberer diese seltsamen und verwirrenden Felspartien. Aber von den Inka erfuhren sie, all dies habe schon vor ihrer Zeit, also vor der Zeit der Inka, existiert. Heute ist es uns nicht mehr möglich, das Rätsel aus Hunderten von zugeschnittenen Felsstücken zu rekonstruieren. Doch kann man sich leicht ausmalen, dass hier oben einst eine gigantische Residenz der Götter stand. Etwas übersichtliche Menge von meisterhaft bearbeitetem Steinmaterial, das einst zu einem Ganzen zusammengefügt war. Wir können nicht mal ahnen, wie das fertige Pumapunku vor Jahrtausenden aussah. Sehen Sie sich bitte einige Beispiele aus der angewandten Technologie etwas näher an. Dieser Dioritblock hier ist 1,10 Meter hoch und von oben nach unten verläuft eine haarscharfe Rille. Und alle paar Zentimeter ist ein Loch in die Rille gestanzt worden. Nun kann man Diorit nicht mit Knochen, Holz, Schnüren, Sand, Feuerstein oder meinetwegen auch Kupfer und Eisen bearbeiten. Es geht nicht. Welche Fräsen und welche Bohrer kamen zum Zuge? Ein anderes Beispiel. Man erkennt insgesamt 6 Flächen und die sind in größere und kleinere Flächen unterteilt, wobei jede Fläche, und das ist wichtig, auf einer anderen Ebene liegt. Da gibt es unterschiedliche Börtchen und Leisten, Rechtecke und Quadrate. Heutzutage würde eine derartige Präzisionsarbeit mit Stahlfräsen, mit Bohrern und Schablonen ausgeführt. Man würde etwas auf die Steinplatte legen, denn jede noch so winzige Abweichung würde nämlich das Gesamtwerk des komplizierten Blocks zerstören. Wer aber waren die Planer? Wer waren die Zeichner? Und in dem Fall die technischen Zeichner. Ein anderer Block, er ist gerade 1 Meter hoch. In die Hauptflächen sind 2 Nischen herausgefräst. Und in den Rücken der Nischen liegen kleine Rechtecke. Sie erinnern an Karabinerverschlüsse, die in ein Gegenstück einrasteten. Nun, was meinen Freunden von der Archäologie schwer gelingt, schafften wir mit Hilfe des Computers. Wir haben die exakten Maße von 2 Blöcken dem Computer eingegeben. Die Werkstücke passten fugenlos in ihre Gegenstücke. Und auch die seitlich angebrachten Leisten dienten plötzlich ihrem Zweck. Wie Lego-Bausteine lassen sich die Stücke einrasten. Und dabei wird doch sofort klar, dass es sich um vorfabrizierte Bauteile handeln muss. Zum Ganzen gehörte schließlich noch eine Apparatur, welche die Passform einrasten ließ, ohne dass die Verschlüsse splitterten. Das Resultat ist eine fix fertige, festgefügte und obendrein noch erdbebensichere Mauer. Es wird noch kurioser. Die mächtigen Plattformen waren ursprünglich mit Klammern aneinander geheftet. Es sollen Holz- oder Kupferklammern gewesen sein, sagte man mir. Beide Materialien würden den Druck und den... Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass hier nach Plan gearbeitet wurde. Die vorfabrizierten Teile beweisen es. Die Detailausführung zeugt von einer fortgeschrittenen Technologie. Planung dieser Art bedingt die Kenntnis einer Schrift. Da waren derart viele Positionen zu bedenken, zu berechnen und zu fixieren. Und auch die Steinmetzen im Steinbruch mussten schließlich wissen, an welcher Stelle sie Aussparungen vorzunehmen hatten oder Leisten einmeißeln sollten, dass es ohne Schrift nie und nimmer ging. Die vorzeigbaren Werkstücke widerlegen die Aymara als Bauherren. Unbestritten haben die Aymara später in den verfallenen Ruinen gehaust. Doch gebaut haben sie das ursprüngliche Pumapunku nicht. Die Formel ist ganz einfach. Planung plus Arithmetik plus Geometrie plus vorfabrizierte Bauteile plus stahlharte Werkzeuge plus Metallklammern und den Transport. Das ergibt am Ende eine Technologie, die der unsrigen ebenbürtig ist. Wer also kommt als Erbauer in Frage? Indianische Überlieferungen berichten, Pumapunku sei in einer einzigen langen Nacht
von den Göttern erbaut worden. Keine Menschen seien daran beteiligt gewesen. Von den Göttern? Von was für Göttern? Waren es jene geheimnisvollen Lehrmeister, von denen die Menschheitsüberlieferungen sprechen? Und eine ketzerische Frage, würden den Wesen aus dem Weltall Außerirdische überhaupt mit Steinen hantieren, Steine bearbeiten? Ganz bestimmt, sie würden es tun. Wenn wir Menschen uns nämlich im nächsten Jahrtausend auf dem Mars einrichten, werden wir Baupläne, Werkzeuge, Schablonen und Kunststoffe zu diesem Nachbarplaneten bringen. Auch kleine Maschinen, aber mit Sicherheit keine Stahlträger. Wir werden Marsgestein verarbeiten, denn Gesteinsmaterial liegt überall und ist ein idealer Werkstoff. Gestein isoliert gegen Hitze und Kälte. Gestein dehnt sich nicht aus, zieht sich nicht zusammen und ist außerdem feuerfest. Nebenbei ist Gestein auch noch ein idealer Strahlenschutz und ein Isolator gegen Blitze. Wir würden auf den Nachbarplaneten mit Steinen arbeiten. Dem Himmel sei gedankt, hat mir die Computertechnologie eine Zeitmaschine ins Fernsehstudio gestellt. Vom Hochland von Bolivien und von einer unbekannten Zeit, denn ich weiß nicht, wann die Götter dort wirkten, fliege ich hinunter ins Tiefland von Ägypten, in eine andere Zeit.